Gut, dann kommt die Tütentüte erstmal wieder weg. Ich habe auch schon mal so, außer den drei Technikeimern, habe ich hier schon 2, 4, 6, 8 Eimer aus dem Keller geholt. Einfach immer, wenn ich mal dran denke, wenn ich im Keller bin. 4 Eimer kann ich so, weil meistens habe ich, gut, eine Hand brauche ich für die Tür. Und deswegen kann ich immer so 4 Eimer auf einmal nehmen. 4 Eimer auf einmal. Ja, schon richtig. 4 Eimer auf einmal. 4 Eimer auf einmal. 4 Eimer auf einmal nehmen und ja, hier hochschleppen. Und so hoffe ich, dass dann irgendwann hier die ganzen 30 Eimer hier oben angekommen sind. Gut. Das war doch kurz und knackig. Und dann schauen wir mal, ob ich morgen auch wieder dazu komme. Ja, das gleiche in grün, nur mit groß. Das müssten dann ja weniger Teile sein, weil sie sind ja doppelt so groß und die Schale ist, ja, dafür ist die Schale ein bisschen voller. Wildes Spekulieren. Ich wünsche euch noch was Schönes morgens, abends, whatever. Bis dann. 1, 2, 3. Heute mal was Neues. Das Bedürfnis zu streamen. Wundert euch nicht über die Beleuchtung, das hat alles seinen Grund. Wie sieht es hier aus? Bin ich hier zu hören? Ja, ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Das hat alles seine Bewandtnis. Gut, ein bisschen Zeit schinden, weil, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampe an. Mitteiletrenner. Mitteiletrenner. Was ist das denn hier? Gut, dass ich einen Teiletrenner da habe. Pins. Achsen. Ah, guck da. Hier sind ja Bars. Achsen, Pins, Pins, Achsen. Achsen, Achsen, Pins. Schwarze Achsen. Eigentlich ist es ja Technik. Aber es sind auch Räder. Ne? Das sind Spezialfarben. So. Achsen. Das sind diese Dreierpins. Pin 3L Friction Rich and Stop Push. 2/3 Achse, 1/3 Pin. 1/3 Pin, 2/3 Achse. Vielleicht sollte man sich spezialisieren und einen Pin-Handel aufmachen. 1, 2 blaue. Achse.